Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich heute für euch ein Gymshark Unboxing oder wie man es nennen mag. Und ich zeige euch meine Lieblingsklamotten fürs Gym oder Lieblingsoutfits fürs Gym und Try-On natürlich. Ich zeige euch dann einfach, wie die ganzen Sachen ausschauen. Ich habe im Gymshark Sale eingekauft und dachte mir, ich zeige euch einfach mal schnell, was ich dort ergattert habe. Das Päckchen liegt bei mir schon eine Weile rum, deswegen weiß ich selber gar nicht mehr, was da alles drin ist. Das erste Teil ist einmal dieses Cropped Top hier. Ich komme mal ein bisschen näher zu euch. Hier diesen Schriftzug auf der Rückseite. Den offenen Rücken, was ich echt cute fand. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht, was man drunter ziehen kann. Und ja, ich habe in allen Sachen Größe S, sollte irgendwas variieren. Dann sage ich es euch natürlich, ich frage mich eh immer, warum die Leute die Größen dazu sagen, weil ich bin ja ich und ihr seid ihr und wir haben nicht dieselbe Größe, aber ja, ich habe Größe S überall, falls es euch interessiert. Finde ich auf jeden Fall mal cute, ist eine schickere Variante. Ich glaube, ich würde es auch eher weniger zum Sport anziehen, aber kann man natürlich auch mal machen. Dann kommen wir schon zum nächsten Oberteil. Und zwar ist es einmal dieses Cropped Top und das hat hier unten diesen Gymshark Schriftzug. Das habe ich schon in anderen Videos gesehen und ich fand es einfach nur ultra cute. Und ich dachte mir, ich lasse mir da mal so ein Teil raus. Deswegen dachte ich mir, little pop of color, schadet nicht, vor allem jetzt, wo der Sommer da ist. Nächstes habe ich hier einmal diese Leggings mit Verlauf. Das sieht übrigens aus wie so eine Kinderhose, wenn man das mal anschaut. Aber die dehnt sich super gut. Ja, die sieht schon ultra cool aus. Auf jeden Fall hier wieder dieses Gymshark Logo. Genauso wie unten am Bein auch das Gymshark Logo. Und natürlich mit dem Farbverlauf finde ich echt wunderschön. Sieht angezogen super gut aus. Und ich dachte mir, bleiben wir mal wieder bei Schwarz, weil bei Farben und so finde ich es immer ein bisschen kritisch, das zu kombinieren. Und dann kaufe ich mir sowas Teures. Also ich meine, die Hose, die ist ja an sich schon teuer. Was kostet die regulär? Steht nicht drauf. Ich glaube, normal kostet die 60 Euro oder so. Und wenn ich 60 Euro für sowas ausgebe, dann will ich schon, dass ich sie auch trage und nicht irgendwie, dass sie im Schrank versauert. Und ich glaube, im Sale habe ich 30 Euro dafür bezahlt. Also richtiger Sparfuchs. Und dann kommen wir schon zum letzten Teil meiner Bestellung. Es ist einmal diese Leggings hier. Von vorne ist sie jetzt noch nicht so spektakulär, aber von hinten hat es diese ganzen Details, diese ganzen Linien hinten zur Konturierung. Das Pose auf jeden Fall, wie man sieht. Auch hier oben diese Linien, beachtet nicht meinen Nagel. Kurzer Zwischenstopp an dieser Stelle. Ich liebe die Hose über alles und ich fand sie auch echt gut im Training. Aber das Ding ist, ich habe es dann ein paar Mal knacken hören und dann hatte ich hinten am Po diese Einrisse. Ist jetzt nicht so schlimm, ich glaube, ich krieg's wieder hin. Ich werde es versuchen und sage euch dann, ob ich es wieder hinbekommen habe, weil ich mag die Hose an sich gerne und würde sie jetzt nicht zurückschicken und dafür das Geld nehmen. Ich möchte die Hose nämlich gern behalten, aber Gymshark bietet keinen Produktaustausch an, also das finde ich schon ziemlich ranzig, aber ansonsten finde ich die Hose echt gut und ja, ich sage euch dann Bescheid, wie es einfach gelaufen ist oder ob ich sie dann doch einfach zurückgeschickt habe. Broche, den muss ich neu machen. Und eigentlich wollte ich diese Leggings in kurz haben, weil Sommer und so weiter, aber die war leider ausverkauft. Also dachte ich mir, okay, kaufe ich sie in lang, warum nicht? Hat mir auch auf jeden Fall super gut gefallen und grau einfach nur basic, kann man zu allem anziehen. Das war es eigentlich schon mit meinem Gymshark Haul und Try-On. Da bin ich wieder. Offensichtlich hat zwischen dem ersten Teil des Videos und dem zweiten Teil des Videos ein Cut stattgefunden, wer hätte das gedacht? Und jetzt kommen wir zu meinen Lieblingsoutfits fürs Gym, die ich am meisten trage, am häufigsten trage, am liebsten trage, wie auch immer. Beschränkt sich auf zwei Marken, die ich kaufe. Ne, es sind sogar drei Marken.
sorry, 3 Marken. Ich zeige euch jetzt erstmal die Oberteile. Die ganzen Oberteile, die ich euch jetzt zeigen werde, sind von Fabletics. Ist jetzt keine Werbung oder so, aber ich finde irgendwie haben die süßesten Sportoberteile, meiner Meinung nach. Die ganzen Oberteile sind eigentlich Sport-BHs. Da hätten wir einmal den hier. Ist von vorne eigentlich ganz schlicht. Hinten hat er dann einmal dieses Verbindungsstück. Genau, und da ist dann nochmal das Fabletics-Logo. Ja, also die haben alle so eine leichte Polsterung drin. Das ist ja dann das erste Oberteil, das habe ich echt sehr gerne, das mag ich voll. Dann mein nächstes Lieblingsoberteil, was ich echt häufig und sehr gerne trage, ist einmal dieser Sport-BH hier. Der hat da auch solche Details, so Cutout, so kleine, hier seitlich auch nochmal und hinten nochmal. Genau, trage ich auch sehr gerne, super bequem, gibt es in unterschiedlichen Farben. Als nächstes haben wir auch ein besonderes Oberteil, was von vorne jetzt gar nicht so besonders ausschaut. Wenn man es dann umdreht, dann sieht man das Besondere daran, und zwar einmal diese Spitze mit den Blumendetails. Das gefällt mir ganz gut, sieht echt cute aus. Dieses Oberteil liebe ich auch über alles, allein schon wegen den Farben. Super schöne Farben. Ich mag das ja, wenn die Sachen ein bisschen was Besonderes haben. Und die Farben sind an sich schon sehr besonders. Und dann kommt der Rückenausschnitt, der es nochmal viel besser macht. Das ist dann quasi der Rückenausschnitt. Also ich zeige es, ich blende es euch nochmal angezogen ein. Aber kann man sich das ungefähr vorstellen? Ich denke schon. Und dann hat es natürlich auch noch so ein kleines Detail hier vorne. Dieses kleine Cutout. Ich liebe das Oberteil. Und zu guter Letzt kommen wir zu etwas Frühlingshafterem, allein schon wegen der Farbe, und zwar einmal das hier. Das hat jetzt an sich keine so großartigen Details vorne, bis auf diesen Strich. Und da ist aber wiederum der Rückenausschnitt das Highlight. Zeige ich euch auch gleich nochmal, oder ich blende es euch angezogen ein. Genau, hat auch so eine dünne Polsterung drin und auch einen ziemlich starken Support. Ich mag, sieht echt wunderschön aus. Ich hatte dazu die passende Leggings von Fabletics, aber die hat mir echt nicht getaugt, weil die war einfach nur noch durchsichtig, beziehungsweise man hat alles gesehen und das war nicht so der Renner, aber das Oberteil habe ich behalten, das fand ich echt super. Alle Oberteile sind von Fabletics, ich finde, die machen halt einfach gute Sachen. Qualitativ sind die eigentlich echt super. Zeige ich euch jetzt meine Lieblinge, die ich auch ultra häufig trage. Haben wir hier einmal Gymshark. Mal zum Geburtstag gekauft, da habe ich von Freunden Gutscheine bekommen. Also Gutscheine für Gymshark sind nie schlecht bei mir, da freue ich mich auf jeden Fall. Genau, und die haben dann hier auch so diese kleinen Pünktchen-Details, die sich dann da so runterziehen übers Bein, genauso wie jetzt hier hinten am Po auch diese kleinen Pünktchen-Details sind zur Konturierung. Also die finde ich echt super, die sitzen voll gut, sind nicht durchsichtig und sind einfach nice, was soll ich dazu noch sagen. Als nächstes haben wir mal was anderes wie Gymshark, und zwar Women's Best. Ich glaube, an dem Logo sieht man schon, dass ich die Hose einige Male getragen habe. Und zwar ist die Hose jetzt auch mit so Pünktchendetails bestückt. Auch hier unten am Bein, genauso wie hinten unterm Po sind dann nochmal diese Details zur Konturierung. Die Hose ist von der Qualität genauso gut wie die von Gymshark. Ich glaube, preislich macht es einen kleinen Unterschied. Also ich denke, die sind hier ein bisschen günstiger. Ich habe die aber auch ehrlich gesagt im Sale gekauft, weil ich bin nämlich so ein richtiger Schnäppchenjäger, wenn es um Active Wear geht. Und da sehe ich es nicht ein, irgendwie 60 Euro für eine Leggings zu zahlen. Also warte ich die Sale-Tage ab. Und gönnen wir dann zum Beispiel sowas hier. Die hier ist auch von Gymshark. Auch ein super gutes Modell. Nicht durchsichtig. Mit so Cutouts zur Konturierung.
Hier unterm Po gibt es dann auch nochmal so eine leichte Konturierung. Ich finde die gerade gar nicht. Aha, hier. So, das sieht man jetzt gar nicht so arg. Ja, da sind eher diese Cutouts, die Details, die ins Auge stechen. Aber an sich ist es eine super cute Hose und ich liebe es, die Hose mit dem Oberteil hier zu kombinieren oder mit dem Oberteil hier zu kombinieren. Also farblich passend oder einfach mit dem schwarzen Oberteil. Man kann das einfach zu allem anziehen, finde ich. Ja, super coole Farbe, muss man sich trauen, wenn man jetzt nicht gerade so der farbige Typ ist. Ich habe auch eher so ruhigere, zurückhaltendere Farben, aber manchmal gönne ich mir halt auch mal sowas. Als nächstes das gleiche Modell, nur habe ich diese Hose länger. Das ist genau dieselbe Hose, nur in schwarz. Finde ich super gut. Hält alles zusammen, bleibt, wo sie bleiben soll, wenn man sie einmal angezogen hat. Und ja, auch nicht durchsichtig. Das ist nämlich das Wichtigste. Und zu guter Letzt noch einmal eine Hose von Gymshark. Die hat einen extrem hohen Bund. Und als Detail hat die hier hinten in dem Bund so einen Reißverschluss. Aber ich frage mich, ganz ehrlich, wer steckt da hinten irgendetwas rein in die Hose? Mich nervt es einfach nur. Also ich hätte jetzt diesen Reißverschluss nicht gebraucht. Ich benutze ihn jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, was steckt man da bitte rein? Ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt mein Handy da hinten nicht reinschicken, weil danach ist es einfach nur noch verschwitzt. Aber keine Ahnung. Weiß es nicht. Vielleicht verstehe ich es auch einfach nicht. Ja, genau. Das hat hier auch einfach nur so Pünktchendetails. Auch hier hinten am Po Pünktchendetails. Und die Sache bei dieser Hose war, dass die hier oben so eine kleine Raffung hatte, die mir aber beim zweiten Mal tragen, beim ersten Squat einfach komplett gerissen ist. Deswegen sieht die Hose jetzt hier so aus. Ich habe sie dann nämlich wieder zusammengenäht, weil ich die schön fand und nicht wieder zurückschicken wollte, weil, wie vorhin schon erwähnt, kriegt man kein neues Produkt, wenn das Produkt kaputt gegangen ist. Deshalb habe ich sie genäht, hält seitdem bombenfest und ist eigentlich alles gut. Achso, und noch eine Besonderheit bei der Hose ist hier unten die Beine, die sind gar nicht so gerade, also hinten schon, aber vorne hat es hier so eine Wölbung. Also. Das waren meine Lieblings Fitnessstudio-Klamotten, Gym-Klamotten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt für euch ein paar Sachen gefunden, die euch gefallen. Wie gesagt, die meisten Sachen habe ich schon vor längerem gekauft. Gerade bei Fabletics gibt es halt eine große Sortimentsänderung und ich denke nicht, dass es die Sachen da noch gibt, aber schaut einfach mal vorbei. Genauso wie bei Gymshark. Die meisten Modelle muss es eigentlich noch geben und bei Women's Best gibt es die Hose auf jeden Fall noch. Ich habe sie nämlich noch gesehen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier könnt ihr mich abonnieren und hier geht es zu einem anderen Video von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Ich habe noch viel mehr Gym-Klamotten. Wenn ihr da noch welche sehen wollt, dann lasst mir im Video einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen. Ciao!